Artikelnummer SCP-007. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-007 ist in einem versiegelten Raum mit 10 Meter Seitenlänge für jede Seite zu verwahren. Der Raum ist so komfortabel wie eine Wohneinheit einzurichten und zusätzlich mit jeglichen Gegenständen, die von Neon Ford als Subjekt bezeichnet, angefordert wurden, auszustatten, solange diese nicht die Sicherheit beeinträchtigen. Dem Subjekt ist es nicht gestattet, den Raum zu verlassen und muss, falls nötig, gewaltsam daran gehindert werden. Beschreibung: SCP-007 befindet sich in einer Aushöhlung im Unterleib des Subjektes. Das Subjekt ist hellhäutig, männlich, vom Aussehen her etwa 25 Jahre alt, das Subjekt behauptet, es sei 28, und 176 cm groß. Der Großteil des Unterleibs des Subjektes, Muskeln, Haut, Organe, fehlt. Jedoch scheint das Subjekt davon nicht beeinträchtigt. Stattdessen befindet sich dort eine Kugel, welche sich aus Erde und Wasser zusammensetzt. Diese Kugel berührt allerdings an keiner Stelle den Körper des Subjektes. Die Kugel wirkt in fast jeder Hinsicht wie eine Miniaturkopie der Erde mit einem Durchmesser von etwa 60 cm. Die kontinentale Ausrichtung stimmt allerdings mit keiner aus der Erdgeschichte bekannten Konfiguration überein. Die Kugel besitzt ein eigenständiges Wettersystem, eine vernachlässigbare Anziehungskraft und wird von mikroskopischen Organismen bevölkert, die ein Stück weit an Lebewesen auf der heutigen Erde erinnern. Es wurden bisher 2 intelligente Spezies beobachtet, ohne dass bisher ein Kontakt oder Kommunikation mit diesen hergestellt wurde. Der technologische Stand der beobachteten Spezies muss mindestens einmal jede Woche überprüft werden. Stand vom zeigte ein Niveau vergleichbar zur Erde des 15. Jahrhunderts. Das Subjekt heißt nach eigenen Angaben. Es sind jedoch keine Aufzeichnungen über eine Person dieses Namens vorhanden. Das Subjekt benötigt keine Nahrung oder Wasser und obwohl es dabei beobachtet wurde, beides zu konsumieren, ist nicht klar, was mit diesen Stoffen geschieht, sobald sie geschluckt wurden. Das Subjekt ist intelligent, mit einem gemessenen IQ von 128, umgänglich und betrachtet den Planeten in seinem Unterleib mehr als eine Kuriosität seines Körpers. Das Subjekt scheint keinen Stress aufgrund seiner Situation zu empfinden. Nach dem Ursprung seines Planeten gefragt, antwortet das Subjekt, Zitat: "Ich bin einfach eines Tages aufgewacht und da war er. Ich habe keine Idee, wie er dahin gekommen ist." Das Subjekt konnte eine Sozialversicherungs- und Führerscheinnummer angeben und bat darum, diese mit bekannten Datensätzen zu vergleichen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass keine von beiden bisher zugewiesen wurde. Dr. und das Subjekt haben ein wöchentliches Schachspiel, bei dem dessen geistige Gesundheit überprüft wird. Dr. berichtet, dass das Subjekt sich nicht durch die eingeschränkten Lebensbedingungen stören lässt, bisher noch keinen Versuch zu fliehen unternommen hat und auch sonst keine Anzeichen von gewalttätigem Verhalten oder mentaler Störung zeigt. Er hat jedoch mehrmals nach einem Computer mit einer Internetverbindung verlangt. Es wird empfohlen, dieser Forderung nicht nachzukommen, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte.